Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video will ich mal das Thema ansprechen, Massivholz auftrennen bzw. die Waldkante abschneiden oder wie es der Fachbegriff so schön sagt, etwas besäumen. Darum geht es in dem heutigen Video und da werden wir uns mal zwei Möglichkeiten anschauen, die ich in der Vergangenheit sehr, sehr oft benutzt habe. Und da geht es einmal um eine Tauchsäge, die bestimmt viele Leute haben, und um hier dieses einfache Helferlein. Ich wurde, wie gesagt, sehr, sehr oft gefragt, weil ich das halt sehr oft auch in der Vergangenheit wieder benutzt habe und ich auch für mich wieder so entdeckt habe, dass ich das hier tatsächlich lieber benutze. Warum das der Fall ist, schauen wir uns gleich an, was daran gefährlich ist, schauen wir uns gleich an, was daran richtig doof ist, schauen wir uns auch gleich an. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Führungsschiene an und nicht mit dem Stückchen Holz. Also nehmen wir einfach mal an, wir haben hier so ein Stückchen Holz, so eine Bohle oder so ein Brettchen und da wollen wir halt eben die Waldkante abschneiden, damit wir das auf der Hobelmaschine abrichten können und dann irgendwas draus bauen können. Wie sieht denn das eigentlich normalerweise dann aus, wenn man das zu Hause macht? Das hat bei mir meistens so ausgesehen, dass ich immer die ganze Werkbank wieder freiräumen musste, weil ich ja an einem Möbel gearbeitet habe und ich dann logischerweise irgendwas hier dran auch schon vorbereitet habe. Denn alle Teile vorher zuschneiden mache ich meistens nicht, weil ich dann entweder viel zu viel zuschneide oder halt eben immer so ein bisschen fehlt. Also normalerweise habe ich erst die ganze Werkbank freiräumen müssen, damit ich hier mit der Tauchsäge das halt eben auch gleich schneiden kann. Was war der nächste Schritt? Natürlich muss man da immer erst so ein bisschen rumfummeln. Man braucht Unterlagen, damit man gleich mit der Tauchsäge nicht in das Holz schneidet. Dann konnte man sein Brett nehmen, konnte das hier auflegen. Da noch kommt die Führungsschiene. Das funktioniert hier natürlich sehr, sehr schön, denn man kann das hier an der Waldkante vorbeilegen und sieht genau, wo man halt eben gleich schneidet. Danach ging es dann weiter. Man braucht natürlich die Tauchsäge, man braucht den Staubsauger. Gegebenenfalls muss man, wie in meinem Fall, den Staubsauger immer erst ein Stückchen rüberrollen und dann kann man anfangen zu schneiden. Während dem Schneiden ist es dann wie so oft, die Staubabsaugung fällt hinten raus, man bleibt irgendwo mit dem Kabel oder mit der Absaugung hängen und unterm Strich funktioniert es sehr, sehr gut. Aber es nervt halt manchmal so ein bisschen, weil es halt teilweise nicht so gut funktioniert, weil halt solche Kleinigkeiten nicht so ideal funktionieren. Ich weiß, da kann man super gut sich Vorrichtungen bauen. Aber mir war es zu viel Arbeit, erstmal so viel Vorrichtung zu bauen, damit man das auf die Art und Weise gut zuschneiden kann. Vorteile sind hier auf jeden Fall, dass man halt eben relativ sicher arbeitet, solange man das Ganze mit beiden Händen führt und vor dem Holz eintaucht, kann da nicht so wirklich viel passieren. Die Staubabsaugung ist hier auch wirklich sehr, sehr gut, wenn der Staubsauger halt eben hier nicht rausrutscht. Und gerade bei den günstigeren Sägen passiert das, denke ich, halt öfters als bei besseren Maschinen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Nichtsdestotrotz ist es oftmals super ärgerlich, wenn die ganze Werkbank vollgeräumt ist und halt eben auch schon Teile vom fertigen Möbel hier drauf liegen, dass man die immer alle erst runterräumen muss. Eine Lösung wäre hier auf jeden Fall, sich vielleicht zwei Holzböcke zu bauen, wo man die Bohle immer direkt drauflegen kann. Das war auch meine Idee, aber habe ich noch nicht umgesetzt, denn ich habe halt eben eine andere Führung, die ich halt dafür öfters benutze. Wo kommt hier diese Führungsschiene richtig gut zum Einsatz? Und wo ist es teilweise auch ein bisschen schwierig, was dann auch ein bisschen schade ist, wenn man eben die Tauchsäge hier benutzt. Ihr seht hier den Besäumschlitten und der ist natürlich jetzt nicht so hoch. Man könnte den natürlich höher bzw. länger bauen, aber das finde ich dann ein bisschen unsicher bzw. ein bisschen fummelig auf der Tischkreissäge, weil man halt schwierig das Ganze auflegen kann. Die Tauchschiene, die Tauchsäge ist natürlich hier bei solchen längeren Bohlen ideal geeignet, denn man kann die schwere Bohle hinlegen, kann die Schiene auflegen, kann schneiden und kann das Ganze wieder verrücken. Eine Bohle, die 40, 50 Kilo wiegt und dann noch ein bisschen fummelig am Kreissägeblatt zu führen, sofern es keine Formatkreissäge ist, ist halt einfach ein bisschen schwierig, weswegen ich gerade diese Methode mit der Tauchschiene bei längeren Bohlen sehr, sehr gerne benutze. Aber ich arbeite nicht so oft mit so richtig langem Material, weswegen ich halt in der letzten Zeit hier das Format sehr, sehr gerne benutze. Aber es gibt noch einen entscheidenden Nachteil, wenn man die Tauchschiene für solche Schnitte benutzt. Nun seht ihr da im Hintergrund ein bisschen Holz liegen. Vorne das ist von meinem Holzhändler. Da ist das eigentlich gar kein großes Problem, denn das Holz ist schön plan, das ist sehr gut gelagert, das ist kammergetrocknet, das bedeutet, das ist nicht so winsch. Es ist einfach eine gute Qualität und da ist das alles vollkommen okay, mit der Tauchschiene zu schneiden. Hinten dran jedoch seht ihr ein bisschen Holz, was ich gekauft habe und das ist sehr, sehr winsch. Das habe ich mit der Tauchsäge aufgetrennt und weil das Ganze so winsch war, habe ich mir die Führungsschiene wirklich sehr, sehr schnell kaputt gemacht, weswegen ich die Tauchschiene, die Tauchkreissäge derzeit nicht so gut benutzen kann, weil halt eben meine Führungsschiene relativ ausgeleiert ist. Na klar, bei so einer Führungsschiene, diese Lippe kann man halt eben austauschen, die kann man abziehen, dann kann man eine neue aufkleben. Aber wenn man öfters solches winsches Material, auch wenn es ein bisschen kürzer ist, dann darauf schneidet, dann wird das, denke ich, zu oft passieren und deswegen finde ich die Methode gerade bei diesem Winschenmaterial, was ich habe, nicht so gut.
Da finde ich halt eben meine Schiebeversion ein bisschen besser, weil es halt eben ja ein bisschen gröber ist. Ich denke, das ist ein guter Ausdruck. Das meine ich jetzt natürlich, wenn das Material kürzer ist. Wenn es länger ist, würde ich auch dort diese Führungsschiene benutzen, weil es halt eben ansonsten wieder zu lange für die Tischkreissäge wäre. Jetzt kommen wir mal zu hier dieser praktischen kleinen Schiene. Die habe ich sogar noch ein Video drüber gemacht, als ich dieses Teil in meiner alten Werkstatt gebaut habe. Generell sehr, sehr simpel. Das ist eine Multiplexplatte. Die ist 1,25 Meter hoch, also so breit, wie die Platte damals war. Und vorne haben wir einfach hier diese Keilleiste und eine passende Führung, damit es halt auch am Sägeblatt vorbeigeschoben werden kann. Aber als erstes mal so ein paar Nachteile. Also die Führungsschiene oder der Besäumschlitten wird so aufgesetzt und ihr seht schon, dass man hier auf jeden Fall eine Unterlage braucht, weil das Ganze sonst rumkippelt. In meinem Fall kann ich den Schiebetisch noch oftmals zur Hilfe nehmen, damit das Ganze hier eine Auflagefläche hat. Aber wenn ich da mit Holz zuschneide, habe ich meistens hier so einen einfachen Bock, damit das Ganze halt eben besser gestützt wird. Den kann ich mir dann hier so runterstellen und schon habe ich hier eine geeignete Auflagefläche. Ihr habt gesehen, die Einrichtung ging hier relativ schnell. Jetzt könnten wir theoretisch schon anfangen, unser Material zuzuschneiden. Und hier kommen wir zum nächsten Problem. Kleines Material sollte man hier nicht so wirklich unbedingt drauf schneiden, weil es gibt hier halt keine Haltevorrichtung. Die Haltevorrichtung ist in dem Fall meine Hand. Klar, man könnte hier irgendwie sich Abhilfe schaffen, das hat aber auch noch mal ein Problem. Das hätte zur Folge, dass das wieder komplizierter werden würde, was dann dafür sprechen würde, vielleicht einen Bock zu bauen, wo man halt eben die Bohlen immer rauflegen könnte, um dann die Tauchsäge zu benutzen. Wenn man das hier sehr, sehr dick macht, wie zum Beispiel mit 18er Multiplex, dann wird es halt irgendwann so dick, dass man weniger schneiden kann. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Und normalerweise schneide ich hier drauf Teile zu, die immer breit genug sind, sodass ich das Ganze komfortabel festhalten kann und mir auch sicher bin, beziehungsweise ich beim Schnitt nicht Panik schieben muss, dass das halt irgendwie ein Problem werden könnte. Eine Sache, die ist hier ganz, ganz wichtig, und zwar ist das Verkeilen. Ich habe jetzt schon betont, dass ich hier die Teile, die ich hier drauf habe, die sind meistens nicht länger als 60, 70 cm. Und das, was ich schneide, verkeilt in dem Fall nicht so extrem, wie es eine neue, frisch vom Sägewerk angelieferte Bohle halt eben machen könnte. Eine Bohle, wie ihr eben gesehen habt, die ist dann 2 Meter lang. Da sind andere Kräfte, die drauf wirken können. Wenn man mit der Tauchschiene in der Mitte vom Schnitt ist, da ist einfach viel mehr Material und da kann viel mehr Spannung bei den ganzen Fällen, die ich bis dato hatte, auftreten als in dem Fall. Die Teile, die hier drauf liegen, sind, sagen wir mal, 50 cm lang. Und wenn wir da die Hälfte lang schneiden, dann ist das alles nicht so extrem wie bei so einer ganz, ganz großen Bohle. Das spricht auch wieder ein bisschen dafür, dass man das nicht so groß zuschneidet. Aber ganz wichtig, da ist die Gefahr halt eben da. Wir arbeiten an der Tischkreissäge, halten das Material mit den Händen fest. Muss man halt ein bisschen bei der Sache sein. Das nächste Ding ist immer so ein bisschen, wenn man hier Bohlen drauf liegt oder Bretter, die relativ breit sind, dass das in der Richtung kippelt. Das hatte hier bei mir jetzt schon öfters zur Folge, dass ich halt eben das alles hier so ein bisschen ja, geschnitten habe. Hier sieht man auch, wo das Sägeblatt mal schief reingefahren ist. Alles halb so wild, nur es passiert halt eben, da muss man einen Obauch drauflegen, dass man halt weiß, okay, wenn ich das Holz jetzt einfach hier drauf feuer, dann ist das nicht so gut. Da muss man ein bisschen aufpassen halt eben. Ein ganz wesentlicher Nachteil, den man hier noch hat, ist die schlechte Absaugung. Bei Formatkreissägen liegt das Holz normalerweise auf dem Tisch auf. Dadurch, dass das eine Tischkreissäge und keine Formatkreissäge ist, liegt das Holz ja auf dem Brettchen hier auf, das dann 12 mm höher liegt. Und so können halt sehr, sehr viele Späne vorne über den Tisch nach vorne rausgeblasen werden. Das bedeutet, wenn man da etwas zuschneidet, ist es zwangsläufig, gerade mit meiner schlechteren Absauganlage, sehr, sehr staubig. Weswegen ich dann schaue, dass ich gerne viel Zuschnittarbeit an einem Stück mache, dann kann ich eine Staubschutzmaske anziehen und habe nicht zwischenzeitlich nochmal diese extreme Staubbelastung. Das ist ein riesen Nachteil. Die Staubbelastung hier ist halt höher, gerade durch die schlechte Absauganlage und halt auch einfach die schlechte Absaugmöglichkeit. Hier ist es auch wichtig, das Teil hier musste praktisch und simpel sein. Ich wollte da nicht so viel Zeit reinstecken, um halt eben eine brutal tolle Vorrichtung zu bauen, die man halt einfach nur schön in einem Video zeigen kann, aber nicht wirklich gut und praktisch benutzen kann. Also das ist eine Vorrichtung, die ist wirklich zum Arbeiten und nicht nur schön für ein Thumbnail. Ich werde jetzt mal die Eschenbohle nehmen und werde die mal darauf zuschneiden. Dann seht ihr, wie das Ganze aussieht und dann werde ich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen. Ihr seht, dass wir jetzt hier die typische Zuschnittarbeit gemacht haben. Wir haben das Ganze einmal besäumt. Hier in der Mitte war ein Riss, den haben wir jetzt auch schon herausgetrennt.
Und jetzt haben wir hier zwei Bretter, aus denen wir etwas Schönes bauen könnten. Und am Schluss haben wir halt eben nochmal die andere Waldkante. Und das ging wirklich sehr, sehr schnell. Und das kann man halt auch sehr, sehr gut einfach anwenden. Ganz klar, das ist eine Vorrichtung, damit kann man nicht pauschalisieren, dass man damit alles auf der Tischkreissäge schneidet. Zum Beispiel eine Bohle, die viele Äste hat, die vielleicht, wo ich mir schon denke, okay, da könnte vielleicht irgendwas noch als Metall drin sein oder das Ganze liegt sehr schlecht auf oder sie ist 60 cm breit und sehr schwer, dann kann ich halt dann entscheiden, ob das Ganze eher mit der Tauchkreissäge aufgeschnitten wird oder halt eben mit dieser Vorrichtung. Bei diesem Brettchen hier, das war ja wirklich relativ leicht, es ist nicht so dick gewesen, das ist 27 mm Blockware, da funktioniert es halt eben sehr, sehr gut und deswegen würde ich es auch so wieder schneiden, außer wenn die Bohle halt eben sehr winch ist. Wenn sie sehr viele Äste hat, wenn sie sehr schwer ist, also sehr breit auf 60 cm Länge, dann ist das auch immer so eine Abwägungssache, okay, soll man es damit schneiden oder mit der Tauchsäge. Das Ding ist halt eben, dass man damit fast so arbeiten kann wie mit einer Formatkreissäge und vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit hat. Das ist die Methode, mit der ich sehr gerne Massivholz zuschneide. Ist eine sehr, sehr tolle Methode und wenn man wirklich dabei ist und halt mit Verstand das Ganze tut, dann ist es auch nicht so gefährlich. Ein kleines Beispiel zum Beispiel. Macht das Sinn? Ja, da sieht man, oh, das ist aber ganz schön gefährlich, da muss ich jetzt ganz schön aufpassen. Ich stehe neben der Kreissäge und wenn da irgendwas wegfliegt, da darf niemand stehen. Aber wenn man jetzt irgendjemand eine Tauchsäge in die Hand gibt und der startet die Säge und fährt sie ins Holz rein, dann ist da die Gefahr ziemlich groß, dass man sich da schnell einen Finger wegsäbelt, weil die Säge dann auch ziemlich schnell nach hinten zurückschlagen kann. Das wollte ich dazu nur noch sagen. Hier sieht man, super gefährlich, auf jeden Fall. Bei der Tauchsäge sieht man so nicht so viel von dem Sägeblatt. Deswegen ist da die Gefahr so ein bisschen verdeckt, aber auch teilweise ein bisschen brutal, wenn man halt eben zu schnell in das Holz reintaucht. Das war's jetzt schon. Ich habe schon lange kein Labervideo mehr gemacht. Wenn du noch zwei weitere Videos sehen möchtest, in denen ich nicht so viel rede, sondern mehr baue, dann verlinke ich dir jetzt hier zwei weitere Projekte. Das soll es hier heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.